Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Soulforge. Ja, ich habe euch ja im letzten Part gesagt, dass ich auch ein drittes Deck zusammengebaut habe und das will ich euch jetzt einmal zeigen. Ich sage euch jetzt schon, da werde ich mit Sicherheit verlieren, weil dieses Deck einfach noch absolut unausgereift ist und ist einfach nur... Oh, da kriege ich schon wieder einen Schatz. Ja, die Karte ist jetzt nicht so wichtig, aber hier, wie gesagt, wie beim letzten Part sagte ich euch ja, dieses legendäre Robotermonster war hier in sowas dabei. Also da habe ich Geld gekriegt und halt den Roboter. So, waiting for opponent. Ja, manchmal kommt das vor, dass man halt etwas früher morgens noch warten muss auf seine Gegner. Gucken wir mal. Oh, und es tut mir leid, ich bin heute sowas von verschnupft, das ist unglaublich. Boah, das sieht doch schon mal nach einem Plan aus. Da würde ich doch schon beinahe sagen. Auf jeden Fall einmal ihn. Und einmal ihn. Battle. Endturn. Da haben wir auch schon die nächsten guten Karten. Ja, das sieht fantastisch aus. Die hauen sich gegenseitig die Scheiße aus dem Hals. Ja. Und dann bin ich am Überlegen, was ich spielen soll. Ich hätte gerne ihn auf dem Feld in Kombination mit ihm, aber dazu muss noch ein zweites Monster auf dem Feld liegen. Da diese Karte besagt, zerstöre ein Monster auf deiner Spielfeldseite, um ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite zu zerstören. Das würde ich ganz gerne in Kombination mit ihm halt machen. Ihn setzen gegenüber von einem anderen Monster. Ja, bravo. Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Heieieiei. Aber nicht so wild, nicht so wild. Vielleicht doch ein bisschen wild. Wie machen wir es denn jetzt am besten? Auf jeden Fall ihn aufs Feld. Was macht er? Schaden am Gegner. Playcard nicht. Nehmen wir ihn. Okay, Battlephase. Endturn. Das sieht doch schon wieder etwas besser aus. Da haben wir ihn, die Karte noch ein zweites Mal. Die ja besagt -3/-3, wenn diese Karte bei Kampfschaden kriegt oder beziehungsweise zerstört wird. Mit der Karte, wenn ich da an einer anderen Level 1 Karte Schaden mache, wird die Level 1 Karte auch zerstört. Ist auch nicht schlecht. Ist eigentlich eine sehr geile Karte. Ah, und guck mal einer an. Da spielt er doch schon wieder was Hässliches. Was ganz fürchterlich Hässliches. Da muss ich sehen, dass ich unseren Guardian da mal wegbekomme. Ja, auf jeden Fall muss ich den Guardian da wegbekommen. Da würde ich sagen, Guardian einmal ein zur Seite. Die Karte da drauf, um ihn zu zerstören. Und er kriegt einmal unseren Blightwalker ab. Ja, ich sagte ja schon, das ist eigentlich ein Deck, womit ich den Gegner ziemlich nerven kann. Allerdings sieht das jetzt nicht so aus, als ob der Gegner so die Ultrakarten hat. Von daher sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Aber er spielt auch halt mit Necrium. Da haben wir unseren Avatar-Drachen. Auch nicht schlecht. Der wäre 7-7, glaube ich, wenn er aufs Feld kommt. Ah, das ist jetzt die Frage. Also wenn er jetzt ein Monster spielt, was mehr wie 5 Schaden macht oder beziehungsweise 5 Schaden macht, dann ist mein Guardian weg. Das wäre natürlich unschön. Eine Karte hat er schon gespielt. Das ist der Schamane, der glaube ich Movement hat, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Aha, okay. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Da haben wir irgendwie wieder irgendwas Legendäres. Keine Ahnung, was da dasteht. Nee, doch nicht. Ist einfach nur ein Mobility-Monster. Okay. Okay.
Ach komm, ich nerv ihn einfach mal. Hier, da, Monster weg. Da, Monster weg. Und dann gehen wir Battlephase. Ist das Feld wieder leer, wie am Anfang des Spiels. Und wie es ist halt, wie ich gesagt habe, einfach nur ein Nervdeck. Zumindest im Moment noch, bis ich bessere Karten habe. Wenn ich dann bessere Karten habe, habe ich da auf jeden Fall auch bessere Chancen zu gewinnen. Und noch führen wir ja mit einem Lebenspunkt. Jetzt würde ich nur gerne wissen, was der Gegner als nächstes macht. Aha, Zombie-Infanterie und ihn. Gut, mit der Zombie-Infanterie habe ich eine Idee. Da habe ich auf jeden Fall eine Idee. Da kriegt er ihn ab. Und dieses Monster besagt, in jedem Zug, wo er dran ist, kann er ihn aktivieren, um mir den Kampfschaden zuzufügen, den auch das Monster machen würde. Also 1. Da ich das aber nicht zulassen will. Einmal hier. Zack. Monster weg. Battlephase. Endturn. Und diese Karten sind halt unglaublich geil, um einfach den Gegner halt die Monster schnell wegzuschröpfen. Ja, da haben wir wieder was. Bisher ist ja noch ein recht ausgeglichener Kampf. Das finde ich immer ganz gut, wenn die gegnerischen Decks nicht ganz so stark sind. Ach Gott, ja. Aber ist egal, der ist auch gleich weg. Ich habe ja ihn. Ja. Da würde ich schon fast sagen, machen wir es so. Nein, wieso hat er 8? So eine Scheiße. Ach, das ist ja Kacke. Moment, Moment, Moment. Ach, natürlich nicht unschön. Das ist wirklich richtig unschön. Müssen wir es so machen. Und müssen einmal so machen. Anderes bleibt mir gerade nicht über. Sehr schön, damit habe ich seinen Nervenviech da schon mal weg. Endturn. Und da haben wir die nächsten Karten. Er haut ihn jetzt weg, dann kommt der Blade Walker dafür, um ihn dann nochmal wieder wegzubashen. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, mein Skorpion, der sich jede Runde 2 heilt. Je nachdem, was er halt für Monster spielt. Ich kann wieder nur mich nicht vernünftig verteidigen. Weil teilweise frage ich mich auch, warum die Gegner so lange immer brauchen, um sich zu... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum die Gegner so lange brauchen, um ihre Aktionen zu machen, weil ihr seht das ja bei mir, wie schnell ich meine Monster spiele. Ich überlege mir das schon während des Zuges des Gegners, was ich spiele. Und meistens klappt das auch. Ja, ich spiele halt ein bisschen intuitiv. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Das habe ich mir beinahe gedacht. Da würde ich auf jeden Fall sagen, machen wir es ihn dahin. Weil wenn er meine Lebenspunkte angreift, möchte ich das nicht unbedingt. Oh, und ihn dahin. Damit sind halt die 2 Monster weg. Meine aber auch. Battle. Sehr schön. Endturn. Er macht mir zwar gleich 3 Schaden direkt. Entschuldigung. Und einen Deadseeker hat... Deadseeker habe ich jetzt auch. Das ist natürlich auch nicht übel. Ah, okay. Okay. Ah. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig... Ja, da drehen die Katzen wieder im Flur durch. Das ist wieder wunderprächtig. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir es am besten machen. Ich würde theoretisch sagen... Die gehen, die verschwinden nicht. Naja. Auf jeden Fall ihn. Und auf jeden Fall ihn setzen. Was anderes bleibt mir gerade nicht. Wieder 3 direkten Schaden auf meine Lebenspunkte. Und ich hoffe, ich kriege jetzt mal vernünftige Karten. Ja, das sieht schon wieder etwas besser aus.
Da kann ich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mit nerven. Call of the Week auf jeden Fall den Nummer 1 setzen, damit wir da auch den Zweier kriegen. Ach du Scheiße, da kommt er schon mit seinem Level 3er Monster. Das ist ja Wahnsinn. Uah, nervig. Nervig, nervig, nervig. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da jetzt? Ihn auf jeden Fall da drauf. Setze ich jetzt ihn oder setze ich eins von meinen Monstern? Das ist die Frage. Naja, eigentlich muss ich ihn setzen. So, habe ich zwar wieder keine Monster, aber wie gesagt, ich nerv ihn halt ein bisschen mit meinen Zauberkarten. Ja, und das ist jetzt äußerst bescheiden. Das ist jetzt wirklich äußerst bescheiden, was hier gerade passiert. Heiligsblechle. Theoretisch könnte ich es eigentlich so machen, die ihn setzen, dieser Karte aktivieren, um ihn zu zerstören. Aber in der Zeit hat er halt wieder zwei neue Monster gesetzt und die sind wahrscheinlich auch Level 3, weil Level 3 haben wir ja schon beide erreicht. Ich bin ja mal gespannt, ob es irgendwann auch mal ein bisschen höher geht wie Level 3, weil, wie man sieht, die Erfahrungspunkte steigen ja immer noch pro Zug. Ich habe, glaube ich, schon mal einen Kampf gehabt, wo ich bis Level 6 gekommen bin. Das war dann aber auch wirklich der Ultrakampf. Ja, habe ich beinahe gedacht. Das habe ich mir beinahe befürchtet. Aber noch sind es Level 1 Monster. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wie mache ich es am besten? Theoretisch. Ja, ich muss es so machen. Ich mache es jetzt einfach mal so und so. Scheiß drauf. Battle. Endturn. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da kann ich doch wieder ein bisschen mit nerven. Das ist doch schön. Das ist doch wunderschön. Das ist wieder weniger schön, weil er mich dann nervt mit seinem Monster. Und so wie es ausschaut, 10, 20. Ach du Scheiße. So, ich mach die Karte 12 und 12. Ist jetzt nicht das Schönste. Aber ich muss es so machen. Einmal so. Einmal so. Und die macht... Scheiße. Ja, verloren habe ich sowieso dieses Spiel. Ach scheiße, ich kann ja gar keine andere Karte mehr spielen. Das ist nicht so toll. Endturn. 22 Schaden. Und damit habe ich dieses Spiel verloren. Aber wie gesagt, ich ja sagte euch ja schon von Anfang an, dass es... Ja, jetzt kommen die guten Karten. Ich werde wahnsinnig. Ich hatte nicht ein Level 3 Monster auf dem Feld. So ein Mist. Ja, ist halt noch nicht ausgereift. Da fehlen mir einfach noch etliche gute Karten für ein Necrium, für ein vernünftiges Necrium-Deck, muss ich ja sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Spieler, der sagt, ich gebe jetzt auf, wenn der Gegner in der Übermacht ist, die besseren Karten hat. Wobei, bessere Karten hat er ja im Grunde nicht. Er hat ja so Standard 0815 Karten. Naja, ihr habt das Deck auf jeden Fall einmal jetzt gesehen. Und ich hoffe, wenn der Gegner jetzt dann irgendwann mal seinen Zug machen sollte, vielleicht... Ah, ich wollte schon sagen, vielleicht muss er ja doch aufgeben, weil manchmal ist das so, dass die Gegner gewinnen und dann die Zeit doch noch ablaufen lassen. Ich weiß nicht, ob sie damit die Gegner demütigen wollen, dass man, ja, war klar, dass sie die Gegner demütigen wollen, indem sie sie dazu zwingen aufzugeben. Aber sollt, ihr habt jetzt das Deck gesehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, also es war halt eine Grundidee von einem Deck und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Soulforge. Es könnte aber etwas dauern, bis jetzt das nächste Spiel kommt, weil dazu fehlen mir jetzt einfach die Karten. Aber vielleicht zeige ich euch ja irgendwann nochmal das Roboter-Deck. Ich bin auf jeden Fall der Crazy Bane und bin raus. Ciao!